Prinzessin Diana, sie ist in Gefahr. Du bleibst hier. Hilfe! 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 Wir kommen zu spät. Die geliebte Tochter unseres Königs ist gut beschützt. Wir brauchen uns wirklich nicht mehr zu bemühen. Ratgeber des Königs. Halt! Was ist geschehen? Er ist in den See gestürzt. Lehrer, dir übertrug der König die Verantwortung. Kein Fremder darf die Prinzessin berühren. Kümmere dich um sie. Ursus, du, der Anführer der Hirten, hast den Vertrag gebrochen. Diese Grenze darf nicht überschritten werden. Aber es ist mir bekannt, dass deine Freunde, die Hirten, auch diese Seeufer besitzen wollen. Sie brauchen das Wasser, um das ganze Gebiet zu beherrschen. Erzähl mir doch keine Märchen, Hamilkar. Ich kenne genau die Absichten, die du verfolgst. Du spielst den großen Verteidiger des Rechtes und betrügst dein eigenes Volk. Du willst nichts anderes als deine selbstsüchtigen Ziele erreichen. Wer diese Grenze überschreitet, muss sterben. Und du wirst sterben. Einen Augenblick, Hamilkar. Vielleicht könnte er uns nützlich sein. Ich brauche einen Sklaven. Überlass ihn mir. Mila, sucht die edle Nichte König Lothar seinen Liebhaber? Das wirst du mir büßen, du Schmutziger! Zurück, ich warne euch! Nicht schießen, es ist zu gefährlich! Schnell! Gut sehen, trefft ihn! Du bist einer großen Gefahr entgangen, Diana. Ich erinnere mich nur noch an den furchtbaren Sturz. Wer hat mich gerettet? Einer meiner Männer. Was hat Ursus hier gewollt? Ursus? Er wollte deine Rettung verhindern. Warum denn? Das verstehe ich nicht. Weil er ein Feind deines Vaters ist. Folgt mir! Musik.
Sie aufmerksam. Er hat nur Augen für Sie. Er muss den Schein wahren, solange es notwendig ist. Sprich, Hamilkar. Mein König, das Volk der Hirten ist aufsässig. Und Ursus wollte eure Tochter rauben. Die Prinzessin stürzte mit dem Pferd und verlor die Besinnung. Er wollte sie zum Überschreiten der Grenze zwingen, um sie als Geißel zu benutzen. Und um uns zu erpressen. Damit seine Freunde das erhalten, was sie haben wollen. Wir sollten handeln. Nachdem dieses Unternehmen missglückt ist, könnten sie versuchen, die Grenze zu überfallen. Wegen des Wassers. Wir können nicht darauf verzichten. Wir brauchen es. Wir wären ihre Sklaven. Aber wir könnten ihnen zuvorkommen, wenn wir... Unsere Nachbarn sind ein friedliebendes Volk. Ihre Ausrüstung ist schlecht. Sie werden keinen Überfall auf uns wagen. Aber sie sind gefährlich, wenn Ursus sie anführt. Wenn sie auch schlecht bewaffnet sind. Sie sind gefährlich. Glaubt mir, gefährlich. Und Ursus ist ihr Anführer, ich weiß es genau. Könnt ihr die Wahrheit seiner Worte bestätigen? Ja, mein König. Er spricht die Wahrheit. Da auch du, Mila, die Wahrheit seiner Worte mir bezeugst, muss ich euch glauben. Ursus soll vor Gericht gestellt und bestraft werden. Wenn wir sie überraschend angreifen, werden wir sie in einer einzigen Nacht vernichten. Und ihr wäret der Herrscher über das ganze Gebiet. Und in unserem Besitz wäre die größte Wasserquelle, die es weit und breit gibt. Und alle Karawanen, die das Land durchqueren, wären euch tributpflichtig. Zuerst wird Ursus vor Gericht gestellt. Das ist mein Befehl. Es geschieht, wie ihr befehlt. Wir fangen ihn, schon bald. Das ist keine leichte Aufgabe für euch. Das Leben unserer Soldaten ist kostbar. Ich wünsche dir Glück. Ist dieser Mann wirklich so gefährlich? Ursus? Ja. Und er muss sterben. Mir gefallen deine Worte nicht, Mila. Den Tod zu verhängen ist das Vorrecht des Herrschers. Ich weiß, aber wenn ich regiere, werde ich keinen Gebrauch davon machen. Dieser Armreif ist ein Symbol deiner Macht. Vielleicht wirst du eines Tages töten müssen, um ihn zu behalten. Oh, verzeih mir, Diana. Es war nur ein Rat. Danke, Ursus. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Schon gut, Cedric. Thank you.
Er ist uns in die Falle gegangen. Bravo, du hast deine Rolle gut gespielt. Ich habe getan, was mein Vater befohlen hat. Folgt mir! Wo willst du hin? Dieser Boden ist dem Gott Ayat geweiht. Mein Vater hat dir nicht befohlen, ihn zu betreten. Vorwärts! Nicht weiter! Nicht weiter! Reite zurück! Der Berg ist heilig. Ayat, dem Feuergott, ist er geweiht. Wir folgen dem Befehl des Königs, alter Schwätzer. Selbst der König wird... Ah! Mörder! Mörder! Du bist ein Mörder! Los! Weiter! Du bist also mit ihnen im Bunde. Darauf kannst du stolz sein, edle Sinn. Hey! Ursus muss mit diesen fünf Bestien auf einmal kämpfen. Das wird sein Tod sein. Ich habe sie selbst für diesen Zweck abgerichtet und ich will sehen, wie sie ihn zerreißen. Der Berg hat ihn begraben. Gott Ayat hat uns die Mühe erspart, ihn zu töten. Hey, du! Ursus ist tot. Wir vernichten die Hirten. Folgt mir! Gott Ayat hat noch einmal seine dröhnende Stimme hören lassen. Ist Ursus zurück? Nein,
War er nicht bei dir? Doch, er ist bei mir gewesen. Männer nehmen wir mit. Wir brauchen Sklaven für unsere neue Mühle. Vorwärts, schnell! Wir haben die Grenzverletzung bestraft. Und denkt daran, man hat uns angegriffen. Der stirbt, der das vergisst. Los, ihr Hundesöhne! Eilt euch los! Da geht schon! Los, vorwärts! Er wollte mich retten und ich töten. Ihr folgtet den Befehlen des Königs, eures Vaters. Ihr dürft euch nicht so quälen. Man sagte mir, Ursus habe meinen Tod gewollt. Doch warum ist er mir heute zur Hilfe geeilt? Das verstehe ich nicht. Ihr stellt so viele Fragen, Prinzessin. Was geschehen ist, geschah nicht durch eure Schuld. Er hat mir gesagt, wie sehr er mich verachtet. Oh, Annika. Oh, Annika. Er hat gesagt, ich sei unwürdig meines Namens. Ich schäme mich so. Er hatte recht. Er war nur ein einfacher Hirte, ein Diener wie ich. Ursus war ein freier Mann, ein hilfsbereiter Mensch. Jetzt weiß ich es. Ich habe ihn getötet. Das Leben oder der Tod eines Knechtes darf eure Seele nicht belasten. Höre, König Lothar, dies ist ein Tag der Schande und der Gotteslästerung. Diese Männer, die hier vor dir stehen, haben es gewagt, mit ihren Waffen den heiligen Berg des Gottes Ayat zu entweihen, des wohltätigen Beschützers unseres Volkes. Sie haben den Priester, der dieses Verbrechen verhindern wollte, heimtückisch getötet. Im Namen unseres Gottes Ayat sage ich euch allen Furchtbares voraus, wenn die Beleidigung nicht bestraft wird. Nun gut, mein König, wenn ihr glaubt, dass mir eine Strafe gebührt, so werde ich sie annehmen und wäre es mein Tod. Aber ich habe nicht nur Schuld auf mich geladen. Vergesst nicht meine Verdienste. Was ich getan habe, habe ich für unser Volk getan. Und nun zu eurem Gott. Er hat meine Männer verschont und die Angreifer vernichtet. Das zeigt, dass er auf meiner Seite war. Und das weiß ich. Nicht auf der Seite dieser törichten Priester. Schweigt! Unsere Angreifer konnten uns nicht besiegen. Und wir besitzen beide Ufer des Sees. Wir können das Wasser gegen jedermann verteidigen. Trotzdem habe ich beschlossen, Hamilkar und Lero dem Urteilsspruch eures Konsiliums zu unterstellen. Was sprecht ihr? Ihr wollt uns beide diesen alten Narren überantworten, die nach Rache schreien und nur unseren Tod wollen? Über euch zu richten ist ihr Recht. Sie werden ein gerechtes Urteil fällen. Geht in den Tempel. Thank you.
Der große Ayat hat gesprochen zu unseren Herzen. Er hat unser Gewissen erleuchtet. Das Gesetz lautet, so sagt Ayat, wer mordet, muss sterben. Ihr habt den heiligen Berg entweiht und seinen Priester ermordet. Ihr müsst sterben. In Anbetracht der Gründe, die euch zur Tat getrieben haben, wollen wir euch gnädig sein und ihr könnt wählen. Den Tod oder die Verbannung. Wo ist der Oberpriester? Den hätten wir zuerst töten sollen. Schnell, sucht ihn! Du willst mich töten? Töte mich. Warum zögerst du? Töte deinen Oberpriester. Folgt mir! Schnell! Hör auf mich, Hamilkar. Es gibt noch eine Person, die zwischen dir und dem Throne steht. Du musst seine Tochter töten. Töte Diana. Und der Thron gehört dir. Gehört uns. Sprecht nicht mehr, Prinzessin. Ruht euch aus. Morgen ist alles viel. Was willst du hier? Geh, oder ich rufe meinen Vater. Zu spät, Prinzessin. Er kann euch nicht mehr helfen. Nein! Flieht, Prinzessin, flieht! Flieht! Bist du nicht sein? Ich flehe dich an! Ich flehe dich an! Ah, ah. Du hast sie entkommen lassen. Verfolgt sie. Sie kann nicht weit sein. Die Pferde. Wir müssen sie einholen.
Engländer da. Hast du gesehen? Es waren die Soldaten des Königs, angeführt von Hamilkar. Kinder, Weiber, alles getötet. Und die Männer wurden als Sklaven fortgetrieben. Ich dachte, Lothar sei gerecht. Stattdessen lockt er mich in eine Falle und befiehlt dieses Verbrechen hier. Cedric, ich schwöre dir, ich räche alle diese armen Opfer. Meine Schulter. Es brennt. Gleich. Es brennt. Gleich, ich helfe dir. Wasser. Wasser. Unsere Jagd ist beendet. Sie wird uns nicht mehr stören. Sie teilt das Schicksal ihres Vaters. Huldigt euren König! Es lebe unser König! Ich bin deiner Falle entkommen. Was willst du von mir? Was tust du hier? Dein Recht, mich zu hassen. Aber ich wurde getäuscht wie du. Hamilkar erstach meinen Vater. Er ist jetzt König. Die Hyänen zerreißen sich gegenseitig. Ich gehe zurück zu deinen Leuten und sage ihnen, dass ich lebe und dass sie meine Rache spüren werden und sie wird furchtbar sein. Das ist unmöglich. Ich bin über die Grenze geflohen. Hamilkar hat versucht, mich zu töten. Er hat mich verfolgt mit seinen Soldaten bis an den See. Wie damals. Ich habe dich vor dem Ertrinken gerettet und bin in die Falle gegangen. Das war mein Lohn. Man hat mir gesagt, dass du meine Rettung verhindern wolltest und die Hirten zum Aufstand führen. Du verlangst, dass ich das glaube? Ich bin von allen verlassen. Hamilkar will mich ermorden und du hasst mich auch. Ich hasse dich nicht. Aber wie kann ich dir trauen nach all dem, was geschehen ist? Warum glaubst du mir nicht, Ursus? Ich schwöre dir bei den Göttern, dass weder ich noch mein Vater... Warum willst du mich nicht anhören? Der Plan wurde ersonnen von Hamilkar und Mila. Mein Vater war gut und gerecht. Man hat ihn betrogen, ebenso wie dich und mich. Und jetzt bin ich allein. Ganz allein. Ich kann dir immer noch nicht ganz glauben, aber trotzdem... Trotzdem werde ich dich immer beschützen, wenn du in Gefahr bist. Ursus, du bist mein Freund? Wir waren ja auch früher gute Freunde, als du als Kind am See gespielt hast. Und wenn du die gleiche geblieben bist, wirst du auf den Thron zurückkehren. Es geht mir nicht um den Thron. Aber als ich dich für tot hielt... Oh, Ursus. Diana, jetzt glaube ich dir. Du brauchst nicht mehr zu weinen. Von jetzt ab werde ich dich immer beschützen. Wildsteine schnell! Vorwärts!
Ich habe Mehl verteilen lassen, wie ihr befohlen habt. Und weiter? Man hasst uns, Hamilkar. Viele haben es zurückgewiesen. Sie wollten es nicht haben. Das sollen sie wissen. Ich werde sie verhungern lassen. Diese Undankbaren. Ich habe ihnen die Herrschaft über den See erkämpft. Das ganze Wasser gehört ihnen. Unter meiner Regierung werden sie reich und jeder weiß es. Trotzdem hassen sie mich. Wenn ich mich dem Volke zeige, schweigt es, anstatt mir zu danken und mir zuzujubeln. Warum sollten sie uns denn lieben? Das musst du verstehen. Sie hängen immer noch an ihrem alten König und versuchen, das Rätsel seines Todes zu lösen. Warte, lass die Wunde vernarben. Sie ist noch frisch. Und später musst du sie ablenken. Rufe zu einem Turnier auf, dann sind sie beschäftigt und werden nicht zum Nachdenken kommen. Lero, es gibt kein größeres Glück für einen Mann als eine kluge Frau. Und die meine ist klug. Zu dem Turnier müssen unsere Nachbarn eingeladen werden. Und sie bringen ihre besten Kämpfer mit. Und ich werde für dich kämpfen. Bravo, du schwimmst gut. Du hättest mich beinahe geschlagen. Das stimmt nicht. Du bist meinetwegen langsam geschwommen. Cedric ist nochmal in die Stadt gegangen. Ja, ich weiß. Er hat doch mit mir von Hamilkars Turnier gesprochen. Das ist aber unvorsichtig. Sie werden ihn fangen. Warum machst du dir eigentlich so viel Sorgen um Cedric? Er weiß genau, was er tut. Er ist schlau wie ein Fuchs. Und du? Gilt das auch für dich? Was willst du damit sagen? Ich verstehe dich wirklich nicht. Dass du auf dem Turnier kämpfen willst. Was redest du da? Ursus, leugne es nicht. Ich weiß es durch Cedric. Du darfst dich nicht so leicht in Gefahr begeben. Sie werden dich umbringen. Hör zu. Die Gelegenheit ist günstig. Wer das Turnier gewinnt, hat das Recht, einen Wunsch zu äußern. Was es auch sei. Ich werde siegen und das ausnützen. Geh nicht, Ursus. Ich bitte dich. Sei vernünftig. Überleg doch. Hamilkars Spione und die Soldaten überwachen das Volk auf Schritt und Tritt. Ein Aufstand ist unmöglich. Die Bogenschützen erschießen sofort jeden Rebellen. Und deshalb darf ich die Gelegenheit nicht versäumen. Das ist doch sinnlos. Glauben, dass du noch am Leben bist. Und niemand wird dir helfen. Und Hamilkar, er wird dich umbringen lassen wie die anderen, ehe du erkannt bist. Ja, daran habe ich gedacht. Niemand wird mich erkennen. Ursus, du musst bedenken, dass dir dein Leben nicht mehr allein gehört. Das darfst du nicht vergessen. Du weißt, dass ich dich liebe. Grund zu jubeln. Denn unser Kämpfer Lero hat schon die ersten Gegner besiegt. Die mutigen Abgesandten der mächtigen Völker, die unsere Freunde sind. Einige Zeichen ihrer Würde liegen bereits im Staub. Mikoi! Repräsentant des mächtigen Volkes von Adnem kämpft gegen Lero. Er wird die Waffen selbst wählen. Ja.
Ich erkläre Lero, der für mich und für euch gekämpft hat, zum Sieger der ersten Hälfte dieses Turnieres. Dem Brauch entsprechend kann er sich einen Augenblick. Verzeiht mir, großer König dieses mächtigen und tapferen Volkes. Ich bitte euch um die Ehre, mich an diesem Turnier teilnehmen zu lassen. Wer bist du, dass du es wagst, mich in meiner Rede zu unterbrechen? Wer hat dir erlaubt, hierher zu kommen? Ich bitte euch um Verzeihung, großmächtiger Herrscher. Aber mein Wunsch, mich mit dem besten Kämpfer des Landes zu messen, ließ mich die Regeln des Anstands vergessen. Wie ist dein Name, du Maulheld? Was trägst du für ein seltsames Gewand? Und von welchem Stamme bist du? Ihr fragt zu viel auf einmal. Ich kann euch keine Antwort geben. Warum die Maske? Sprich. Ich werde dich noch zum Reden zwingen. Du willst also mit dem Besten meiner Männer kämpfen. Wohlan. Aber da du für uns ein Fremdling bist, der keine Namen trägt, musst du zuerst beweisen, dass du es wert bist, hier zu kämpfen. Und welche Probe wäre für deinen Übermut besser als das Bändigen der Pferde? Es ist noch Zeit, zurückzutreten. Nein, nein, ich mache die Probe. Auf der Tribüne ist Diana. Man hat mir gesagt, dass sich unter den Zuschauern deine Frau befindet. Das Schauspiel soll sie nicht versäumen. Bringt sie her. Sie soll in deiner Nähe sein. Du hast kein Recht, das zu tun. Und du hast hier nichts zu befehlen. Binde die Frau zwischen die beiden Wagen. Diese Probe ist nur für mich. Lass sie aus dem Spiel. Die Regeln bestimme ich. Vielleicht wirst du dich dann mehr anstrengen. Das könnte doch sein, nicht wahr? Du solltest mir also dankbar sein. Was sie betrifft, wird sie entweder mit dir gewinnen oder sie wird mit dir sterben. Thank you.
Bring mir den Armreif. Ich bin vor Aufregung fast gestorben. Es ist ein Wunder der Götter. Cedric, bring Diana sofort zurück ins Dorf. Sobald das Turnier beendet ist, komme ich zu euch. Haltet euch ruhig. Gut. Nehmt sie fest. Du, Fremdling ohne Namen, du hast die Prüfung bestanden. Du hast das Recht, am Turnier teilzunehmen. Ist das noch dein Wunsch? Das ist mein Wunsch. Noch mehr als vorher. Die Teilnehmer des Turniers sind bereit. Sie stehen zu deiner Verfügung. Gut. Nein! Nein! Lass mich los! Was soll das? Du darfst dir deinen Gegner aussuchen. Das ist dein Recht. Ich danke euch. Ich will den Besten als Gegner. Da mir das Recht zusteht, meinen Gegner zu wählen, und da ich nur mit dem Besten unter euch kämpfen werde, sollst du es sein. Wer ist besser als du? Der Königsmörder, der Thronräuber, der Verführer der Unschuldigen. Ich fordere dich zum Kampf vor deinem Volk, vor deinen Soldaten hier, vor deinen Gästen. Antworte mir, Hamilkar. Diese Unverschämtheit sollst du bereuen. Wer in diesem Lande es wagt, den König herauszufordern, wird mit dem Tode bestraft. Und du hast den König herausgefordert. Man sollte dich töten wie einen Hund. Aber nein. Mein Volk und meine Gäste erwarten ein Vergnügen. Das sollen sie haben. Du wolltest dich am Turnier beteiligen. Warum nicht? Ich erlaube es dir. Aber die Bedingungen stelle ich. Nimmst du die Herausforderung an? Du wirst mit Lero kämpfen. Und da du frech bist und Kraft hast wie 5 Männer, wie es scheint, wird Lero mit 5 Waffen gegen dich kämpfen. Was hat das zu bedeuten? Das wirst du sehen. Öffne die Grube! Männern sind schon stärker, als du es bist, unterlegen. Los! Thank you.
Verliere mich nicht. Töte mich nicht. Habe Mitleid. Ich ergebe mich. Namen? Jetzt hast du einen Namen bekommen. Und ein Volk. Dein Name ist Ursus. Und dein Volk eine Bande von Hochverrätern. Du hast ihren Wohltäter umgebracht und das wissen sie. Du hielst mich für tot, aber ich lebe und fordere Gerechtigkeit. Ja, du hast gesiegt. Daran ist nicht zu zweifeln. Erbitte dir eine Belohnung und geh in Frieden. Ich habe gesiegt. Ich habe das Recht, einen Wunsch zu äußern. Und so fordere ich, dass der Mörder König Lothars für seine Tat mit dem Tode bestraft wird. Das verlange ich. Hier vor dem Volke von König Lothar. Und ich sage dir, hier vor versammeltem Volk, dass dir Gerechtigkeit wird. Darauf gebe ich dir mein... Willst du damit sagen, dass die Mörder bestraft werden? Du wirst deinen Lohn empfangen. Das habe ich dir versprochen. Los! Weiter! Los! Weiter! Sklave, hier bietet sich dir eine Gelegenheit, deine Kräfte zu zeigen. Dreh den Stein schneller. Du bist ein Verbrecher. Ein Schurke und ein Feigling. Vorwärts, Sklave. Nicht ihn, du Narr. Seinen Freund, den Alten, musst du schlagen. Diese Schläge haben eine seltsame Wirkung. Die Steine drehen sich wie von selbst. Nein. Nein. Dafür wirst du eines Tages bezahlen, Hamilkar. Möglich. Aber das wirst du nicht erleben. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wirklich. Alle haben dich für tot gehalten. Ich habe geweint um dich. Ich war untröstlich. Freust du dich nicht auch, mich zu sehen? Warum schweigst du? Antworte! Steh auf und antworte der Königin, deiner Königin! Niemals will das Tier je über Menschen herrschen. Nein, du bist und wirst nie eine Königin. Du hast zum letzten Mal so mit mir gesprochen. Du wirst meine niedrigste Dienerin sein und vor mir auf der Erde kriechen. Ich überlasse dich der Willkür meiner Soldaten und es wird mir ein Vergnügen sein, wenn sie dich foltern. Ich habe es nicht vergessen. Als wir Kinder waren und zusammen gespielt haben, warst du für mich immer die Tochter des Königs. Aber jetzt befehle ich. Verstehst du mich? Jetzt befehle ich. Auf die Knie! Auf die Knie, habe ich gesagt! Kein Mensch wird dir mehr helfen.
Auch Ursus haben sie gefangen. Hamilkar wird ihn unter Qualen sterben lassen. Das glaube ich nicht. Das ist nicht wahr. Also, du wirst dabei sein, wenn er sterben wird. Du wirst hören, wie er schreit. Das ist nicht wahr. Du belügst mich. Nein! 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 Mein König, wusstet ihr, dass Prinzessin Diana lebt und unsere Gefangene ist? Keiner wird dein Gesicht ansehen, ohne zu schaudern. Aufhören! Du kümmerst dich immer mehr um meine Geschäfte. Du lässt einsperren und verurteilen, ohne dass ich es weiß. Bravo, willst du den Henker spielen? Antworte mir. Ich habe dich etwas gefragt, Mila. Ja, Hamilkar. Solange sie lebt, ist sie eine Gefahr für uns. Ich will sie töten, damit uns der Thron sicher ist. Du hast recht, meine Schöne. Wie immer. Aber verlassen wir jetzt diesen Ort. Wir werden später zusammen entscheiden, was aus der Prinzessin wird. Ja, mein Gott. Ich habe den Auftrag, mich um euch zu kümmern, Prinzessin. Ihr bekommt Gewänder und ein Gemach, wie es euch gebührt. Kommt. 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 Du bist klug, meine geliebte Mila. Wirklich klug. Wenn ich das nicht wäre, wären wir beide nicht hier. Tja, ich liebe kluge Menschen, aber ich liebe es nicht, wenn man diese Klugheit gegen mich gebraucht. Was willst du damit sagen? Ich habe über Diana mit dir nicht gesprochen, weil ich glaube, dass es nur sie und mich angeht. Und außerdem, ihre Gefangennahme ist auch dein Vorteil. Schön gesagt, meine Teure. Sehr schön. Auch mein Vorteil. Hör mal zu. Wir herrschen über ein Volk, das alles Mögliche darum geben würde, uns vernichtet zu sehen. Das Volk, das König Lothar und seine Tochter angebetet hat. Prinzessin Diana. Verstehst du? Nein. Zum ersten Male verstehe ich dich nicht. Was willst du damit sagen? Mila, weißt du, wie das ist, wenn man nur gehasst wird? Ich erkläre es dir. Es ist, als wandere man durch eine Wüste, die voll von Schlangen ist. Immer auf der Hut. Man kann nicht einmal dem Menschen trauen, der ein Lächeln auf dem Antlitz trägt. Noch dem Bett, in dem man schläft. Und der Speise, die man dir bringt. Und manchmal sollte man sogar der eigenen Frau misstrauen. Ist das nicht furchtbar? Was wirfst du mir vor? Das war nur hingeredet, meine Liebe. Aber nebenbei gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr unbequem ist, so zu regieren. Aber wie kann man Sympathie erwerben, wenn sie nicht vorhanden ist? Und doch gibt es diese Sympathie und sie gehört ganz einfach der Prinzessin Diana zum Beispiel. Sie ist dem Volk sympathisch. Das Volk wäre froh, wenn es wüsste, dass sie lebt und glücklich ist. Und König Lothar, man hat ihn doch nicht getötet, wie manche Leute behaupten. Sonst könnte seine Tochter ja nicht glücklich sein. Verstehst du jetzt? Ich glaube, Hamilkar, die du wieder mit Prinzessin ansprichst, unbesteigen, nicht wahr? Und was soll aus uns werden? Sollen wir dann vielleicht wieder ihre Diener werden? Nenn es, wie du willst. Wir bleiben immer Knechte. Du bist zwar sehr klug, aber du hast meine Idee nicht verstanden. Das ist noch nicht alles, was ich will. Hamilkar, soll das heißen, dass du Diana zur Frau nehmen willst, um so deine Macht zu stärken? Solltest du das vorhaben? Aber etwas hast du dabei vergessen. Mich! Nein, denn nach unserem Recht kann man eine Frau verstoßen. Das wird natürlich nur zum Schein geschehen.
Und du wirst dafür entschädigt werden, auf alle Fälle. Schweig! Du willst mich loswerden, ich verstehe. Ich durchschaue deinen Plan, ich nütze dir nichts mehr. Du brauchst die strahlende Diana, die Erbin des Throns, die dich zum König macht. Sie wird verschwinden. Ich werde ihr nicht erlauben, dass sie meinen Platz einnimmt. Ich werde sie töten. Nein, das wirst du nicht. Du wirst überhaupt nichts tun. Hör mir zu. Du bist es, die verschwindet. Du bist hier! Du bist hier! Du warst nicht klug. Mein Plan war besser für dich. Cedric! Seht ihr Feiglinge nicht, dass er beinahe tot ist? Wenn ihr ihn noch einmal schlagt, werdet ihr bereuen, geboren zu sein. Bravo, Ursus. Bravo. Wie ich sehe, bist du noch gut bei Kräften. Das freut mich. Du wirst dabei sein, wenn ich die schöne Diana heiraten werde. Du Schurke! Glaubst du es nicht? Du glaubst nicht, dass die Prinzessin mich heiraten wird? Du glaubst auch nicht, dass sie schon mein Gast ist? Du wirst es sehen. Ursus! Hamilkar hat nicht die Wahrheit gesagt! Ursus! Diana! Glaubst du es nun? Ich heirate die Prinzessin. Und du wirst mich nicht daran hindern können. Verdammter Hund! Mut! Unser König ließ dieses Gefängnis für starke Männer erbauen. Dein Todeskampf dauert so lange, wie deine Kräfte reichen. Wenn du den Stein nicht mehr tragen kannst, wird er dich zermalmen. Soll ich dir einen guten Rat geben? Wenn du nicht mehr kannst, lass dich hinfallen. Das wird ein schneller Tod sein, ohne Schmerzen. Ich danke dir, mein Freund. Zurück auf eure Posten, schnell! Diana, meine Prinzessin, höre mich an. Wenn du mir auch nicht glaubst, so höre mich doch an. Ich wusste nichts von deiner Gefangennahme. Ich wusste auch nicht, dass man den König töten wollte. Ich schwöre es. An diesen entsetzlichen Dingen ist einzig und allein Mila schuld. Ich wurde von ihr beherrscht. Sie hat übernatürliche Kräfte. Ich konnte mich nicht wehren. Ich war wie behext von ihr. Ich war ihr Sklave. Aber das ist vorüber. Es ist mir aus Liebe zu dir gelungen, mich von ihr zu befreien. Ja, sie ist tot. Ich habe es für dich getan. Ich wollte, dass der Thron wieder dir gehört. Und wenn du eines Tages diesen Thron mit jemandem teilen willst, dann erinnere dich daran, dass ich dich immer geliebt habe. War das Liebe, als du mich verfolgen ließest, um mich zu töten? Du hast recht, aber ich wusste ja nicht, was ich tat. Du glaubst mir nicht, Diana. Ich schwöre die Wahrheit. Was soll ich nur tun, damit du mir endlich glaubst? Willst du die Freilassung von Ursus? Wünschst du dir das? Gut, er ist frei. Du kannst alles haben, was du willst. Wag es nicht, mich anzufassen. Du hast die Hände eines Mörders. Wenn du mich berührst, töte ich mich. Verzeih mir, aber du wolltest es so.
Indianer. Flieh, rette dich. Ursus, nein. Lass mich los. Lass mich los. Es ist wahr. Ich habe deinen Vater umgebracht. Er war kein König mehr. Er war ein Schwächling, ein alter Schwächling in den Händen einer Meute von Priestern. Du wirst mir gehören. Mir. Mir wirst du gehören, ob du willst oder nicht. Ja, schrei. Schrei so laut, das wird dir nichts nützen. Niemand wird es hören. Niemand, nur die Wachen. Ich bin ihr König. Ich herrsche über alle. Ich bin auch dein Herr. Hörst du? Auch dein Herr bin ich. Diana! Warte! Halt dich fest, hab keine Angst. Komm. Töte ihn! Dein König befiehlt es! Du bist kein König, du Feigling! Vorwärts! Folgt mir! Sie dürfen nicht entkommen! Jeden Ausgang aus der Stadt. Schneidet ihnen die Straße zum See ab. Los! Und ihr, ihr kommt mit mir. Ich kann nicht mehr. Ruhen wir uns etwas aus. Ich hoffe, Sie finden uns hier nicht. Ich bin gerne Last, ich weiß. Lass mich hier. Was redest du für einen Unsinn? Sie kommen. Tretet ein. Der Oberpriester? Ja, Prinzessin, kommt. Ich erkläre es euch später. Wohin gehen wir? In das Innere des Berges, geweiht dem Gotte Ayat. Hier hielt ich mich versteckt und hier habe ich gelebt und gebetet und auf den Tag der Rache gewartet. Folgt mir und fürchtet euch nicht.
Los, nochmal! Du bleibst hier mit deinen Männern. Die verfolgen Prinzessin Diana. Das dürfen wir nicht zulassen, das ist dein Verbrechen. Zurück! Wollt ihr wohl zurück? Macht, dass ihr wegkommt! Antworte mir, Verräter. Ist König Lothar eines natürlichen Todes gestorben oder nicht? Du musst es doch wissen. Du bist der Einzige, der das wissen kann. Ich kannte diese Höhle nicht. Niemand hat sie je gesehen. Nicht einmal die Priester. Hier seid ihr in Sicherheit. Hinter diesen Felsenwänden, über unseren Häuptern und zu unseren Füßen, wie das heilige Feuer unseres Gottes Aya. Gibt es noch andere Ausgänge? Nein. Der eine, den es gab, wurde durch ein Erdbeben verschüttet, als der Gott des Feuers zürnte über die Schande seines Heiligtums durch die Menschen. Vorwärts, hier entlang. Hört ihr? Sie haben den Geheimgang entdeckt. Kommt schnell! Versucht euch zu verstecken, schnell! Und du? Wenn ihr in Sicherheit seid, kann ich besser kämpfen. Geht! Vorwärts, sucht sie! Sucht überall! Sie müssen hier sein! Dummköpfe! Holt sie aus ihrem Nest! Dieses Mal entkommst du mir nicht. Nein! Ich biete dir mein Blut als Opfer dar. Denn du, Gott Ayat, wirst mich rächen. Los, ergib dich! Oder ich töte sie! Sturz dahin! Komm zurück!
Diana! Ursus! Wo seid ihr? Wir sind eure Freunde! Horus, wir suchen euch! Horus! Prinzessin, das Volk hat sich erhoben. Es hat die Soldaten von Hamilkar überwältigt und uns die Freiheit gegeben. Gehen wir mit ihnen.